Leute, es ist soweit. Der Endbosskampf gegen Logard wird sogleich beginnen, wenn ich durch diese große Tür hier gehe. Und ja, ich habe mich im vorigen Part natürlich noch einmal komplett geheilt. Und für alle, die den vorigen Part nicht gesehen haben sollten, ich habe 15 KP, 10 BP und 6 Ordenpunkte. Und habe die folgenden Orden angelegt für diesen Kampf: Power Doubts, Power Hauer, Glück gehabt und Sound FXA. Und als Items habe ich hier noch, das werde ich mal sortieren, 3 Pilze, einen Lebenspilz, 2x Honigsirup und eine Feuerblume. Ja, und mit diesen Items und diesen Orden und Gumbrina in der Erstauswahl stelle ich mich dem riesigen Drachen Logard. Und hoffe, ein Sternjuwel zu bekommen. Was wollt ihr hier? Oh mein Gott, ist die riesig! Ha! Ihr seid bestimmt Kumpane von den feigen Typen, die vor kurzem hier waren. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Winzlinge, seid ihr nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Lecker! Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann... Ah, Zeit für einen Imbiss. Wen soll ich nur zuerst anknabbern? Ja, Flucht in diesem Kampf nicht möglich, es ist ja natürlich auch ein Endbosskampf. So, Gumbrina, du scannst sie bitte einmal. Das ist Logard. Maximale KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Logard beherrscht Stampf- und Beißattacken, sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in die Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Jep, wie gesagt, das ist der Sound FXA-Orden. Und wenn ich Logard angreife, dann klinge ich wie ein Frosch. Und ich mache ganz einfach immer wieder den Power Dots am besten. So. Na, wie gefällt dir das? Igitt, da quakt ja ein Frosch. Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören. Ich ekle mich vor Fröschen, seit ich mich mal an einem verschluckt habe. Ah, ich muss nur dieses Quaken hören, schon fühle ich mich ganz schwach. Haha. Ja, wenn ich nämlich diesen Orden angelegt habe, dann sinkt Logards Angriffskraft und Verteidigung und ich mache somit auch mehr Schaden. So, und ich mache ganz einfach weiter mit der Kopfnuss. So, genau, und ich mache selber weiter mit den Power Darts. Meine Kraft lässt nach. Autsch. Bist du fies. Na warte, dann wechsle ich am besten mal, oder? Soll ich auf Gumbrina wechseln? Nee, ich schaff das auch mit Gumbrina. So, du bist ja gleich besiegt. Na dann. Powerhauer! Haha, na, was sagst du jetzt? Moment, was soll das? Warte, halt, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber habe Barmen. Also gut. Du hast gewonnen, du sollst 1000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Na, vergiss es. Du willst also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben, ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Vergiss es! Gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du willst doch bestimmt den exquisiten, würzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Geht niemals! Was für ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft wohl nur noch... Oh mein Gott, sie hat das Publikum gefressen! Oh mein Gott, ist die brutal! Wie schrecklich! Hohoho, jetzt fühle ich mich wieder kräftig! Unerhört, lasst uns fertig machen, Mario! Ja, der Kampf geht weiter.
Oh, und sie wurde von etwas getroffen, wodurch sie jetzt schwindelig ist. Ah, und jedes Mal, wenn ich sie treffe, fallen mehr Tore aus ihrem Maul raus. Okay, Power Dots kann ich jetzt nicht anwenden, aber noch einmal den Powerhauer. Sehr schön. Dieses Quark macht mich so unglaublich schwach. Autsch. So, du hast schon so gut wie verloren. Das ist ja wirklich ein einfacher Bosskampf. Also dann, Mario beendet es mit einem Hammerschlag. Aber ich... Schimpf und Schmach. Und ich erhalte 30 Sternenpunkte dafür, dass ich Logart besiegt habe. Mario, geschafft! Jetzt müssen wir nur noch das Sternjuwel finden. Was zum... Oh mein Gott, sie hat irgendetwas ausgespuckt. Puh, endlich wieder an der Luft. Aber... Vater? Oho, das ist doch mein kleiner Kupio. Kommt mir so vor, als wärst du in letzter Zeit ziemlich gewachsen. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logart bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logart hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihrem Wanst verbracht, im Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logart zu töten und das Dorf zu befreien. Was denn sonst? Und dann ist da noch Mario. Er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen? Was ist denn das? Das habe ich in Logarts Bauch gefunden. Es sah wie ein nettes Souvenir aus. Und das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar. Hier, für dich. Du musst dich nicht genieren. Du bist Kupios Freund, also nimm schon. Du erhältst dein Sternjuwel. Deine Sternenkraft beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternenattacke Maxi-Beben. Kapitel Ende! Nach dem Sieg über Logart fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logart kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wieder sehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Ja, und ich halte natürlich nach jedem Kapitel wieder die Möglichkeit zu speichern, was ich auch tun werde. Sehr schön. Damit wäre das erste Kapitel erfolgreich abgeschlossen. Da ist ja Prinzessin Peach. Aber... Ah, die haben sie also gekidnappt. Hätte ich mir doch gleich denken können. Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt. Das ist besser für dich. Wir Grotionen sind nicht gerade geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logarts Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her?
Und hat dieser jemand sogar Logart besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauem Overall. Mario! Mario? Ups! So, Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wach, bring die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber passt auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Zu Befehl. Also, Crucillus. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden, zu Befehl, Herr General. Ich frage mich, ob Crucillus allein der Sache gewachsen ist. Hey, du da! Sie haben gerufen, mein General? Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie, sofort! Zu Befehl! Du suchst uns, hier sind wir schon! Und, hatte die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilda. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich, da waren zu viele Leute. Außerdem kam doch noch dieser komische Alte, aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und dir die Karte bringen? Ich bitte darum, für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilda, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden dir bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir, Roberta, Barbara, an die Arbeit! Ja! Oh nein! Schon wieder gefangen. Mario und Totswald werden sich sicher sorgen. Aber wo bin ich nur hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Ja, und zum allerersten Mal in einem Spiel können wir Prinzessin Peach persönlich steuern. Auch wenn sie sich eigentlich wirklich nur bewegen lässt. Sie kann nicht hüpfen, sie kann nicht springen, sie kann gar nichts. Aber ich kann wenigstens hier hingehen. Und kann ein Bad nehmen. Ob ich das wohl benutzen darf? Das hat gut getan. Ja, und Prinzessin Peach hat auch eine neue Frisur bekommen. Aber das Blöde ist, sobald ich durch diese Tür hier gehe, ist die Frisur schon wieder so wie vorhin. Was ich überhaupt nicht verstehe. Was zum... Was war das? Die Tür hat sich ja von selbst geöffnet. Na, wenn es schon so einladend ist... Niemand da, oder? Nope. Scheint nicht zu funktionieren. Seltsam. Guten Tag, Peach. Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer TECXX, nämlich einfach Tech. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicher dieser böse Kerl von vorhin.
General Crucius ist nicht böse, er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle, ich drohe zu überhitzen. Unverständliche Signale durchströmen mich, das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen? Mich kennenlernen? Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, so etwas... Also, ich kann das nicht sagen. Bitte sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so etwas... Du bist vielleicht verliebt in mich. Verliebt? Liebe? Unbekannt. Du kennst keine Liebe. Liebe ist, du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest dir beistehen, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich? Spaß? Definition dieser Worte ist unbekannt. Unmöglich. Dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Prinzessin Peach, Begriff Liebe bitte näher erläutern. Was? Was ist auf einmal mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Er bittet deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Biete dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei der Flucht kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hierher zitiert und soll dir erklären, was Liebe ist. Das muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert. Sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Tech muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden, bitte Wunsch benennen. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Dann... Könnte ich jemanden eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich? Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mailfunktion erteilt. Bitte mit Tastatur empfangen und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Fertig, kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Peach. Und natürlich will ich schon wieder speichern. Ist doch klar. Hey, das ist ja Bowser! Platz da ewig, das ist Zeit für meinen Auftritt! Aber ich frage mich, wieso Cammy Cooper mich wohl gerufen hat? Euer Finsterkeit, Cammy Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl so lange am Ende des Saales warten? Ja, und sogar Bowser kann ich steuern! In diesem coolen Spiel und... Ich kann sogar seinen Flammenatem verwenden. Und mit den Typen hier quatschen. Ich habe mal gesehen, wie Bowser ein süßes Foto von Prinzessin Peach anhimmelte. Oho! Also, wie ihr das anschaut, es sah so aus wie, Oh! Uah, eure Verschlagenheit! Hey, was redest du da über mich? Der steht scheinbar wirklich auf Prinzessin Peach, kann das sein? Euer Unschlagbarkeit, ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung. Bitte denkt an mich, wenn es ernst wird.
Sehr schön. Vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit. Euer Geradlinigkeit, bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saales. Ah, da ist sie ja. Seid mir gegrüßt, euer Schreckhaftigkeit. Verzeiht, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Kemi Cooper, du alte Hexe, sag schnell, warum wolltest du mich sprechen? Bleibt bitte ganz ruhig, eure Rastlosigkeit. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Groningen gesehen, so hört man. Was? Was interessiert mich, was dieser Mario treibt? Und du wagst es, mich wegen so einer Lappalie zu stören? Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Ein Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen. Stern für mich Edelsteine, so sagt man. Ich versuche gerade etwas über diese Steine herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwelen? Die sollte ich mir krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft verhelfen können. Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf dem Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Euer Vollschlankheit mögt ihr eigentlich Rührei? Lecker. Ich liebe Rühreier, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, auch euch dazu begrüßen zu dürfen, euer Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen. Aber beruhigt euch doch, euer Reizhaftigkeit. Was? Was ist denn? Was? Ist das wahr? Euer Jähzornigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rolingen entführt worden. Was? Bist du ganz sicher, wer wagt es? Oh, diese Rolinge. Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genauere Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Niemals, unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rolingen, wir müssen Peach retten! Euer Waghalsigkeit, so wartet doch! Ja, und tatsächlich macht sich auch Bowser auf den Weg, um Peach zu retten. Ist auch mal was ganz Neues und ich kann schon wieder speichern. Pio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater, ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Cooper werden, so wie du, Vater. Gut gesprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht, du bist mein Sohn, Cupio, und ich bin dein Vater. Cupio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Cooper zu mir zurückkehrst. Und denk daran, du kannst immer hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank, aber jetzt müssen wir los, das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal nach Rolingen zurück. Erinnerst du dich, Mario? Hast du die magische Karte, so musst du sie vor dem Äonentor entfalten. Dann wird das Sternenlicht dir zeigen, wo das Sternenbild zu finden ist. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt dir den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternenbild zum großen Tor zurückgehen, werden wir dann auf der magischen Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist? Ja, das muss es sein. Los, lass uns gehen! Ja, aber vorher hole ich mir noch hier hinten diesen einen Orden, weil ich mich jetzt flach machen kann. Und zwar den Kampffrosch P-Orden. Ist dein Partner in Gefahr, erhöht sich seine Angriffskraft um 5. Wow, ist ein ziemlich cooler Orden. Sehr gut. Ja, also,
das erste Sternjuwel habe ich eingesackt. Dann würde ich wirklich mal sagen, ich werde jetzt hier speichern. Und im nächsten Part geht es dann zurück nach Rohlingen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Freunde. Ciao!